In Göteborg hat sich eine Szene von hervorragenden Restaurants entwickelt. Modern, aber den schwedischen Traditionen verbunden. Andreas und sein Team servieren im Heaven 23 das berühmteste Krabben-Sandwich. Was als erstes? Ich habe mir überlegt, wir fangen einfach damit an, Butter auf unser Brot zu streichen. Das klingt einfach. Das kriege ich hin. Der Salat gibt Frische dazu. Nicht zu schüchtern, etwas mehr. Echt mehr? Es soll mit Salat bedeckt sein. Okay. Das wird eine Wikingerportion. Und jetzt ist es Zeit für die Krabben. Okay, da kann man ja fast alles nehmen. Ja, das kannst du machen. Das sind 200 Gramm handgeschälte Krabben. Die Krönung. Dann noch Gurken, eingelegte Zwiebeln und obendrauf noch etwas, also etwas mehr, Kaviar. Etwas mehr, oder? Dill ist gut. Ja, Dill ist gut. Das wird etwas weggeblasen. Ja, das darf es hier draußen auch. Zitrone. Und eine Scheibe Zitrone. Genau. Ja, so. Super. Das hat Spaß gemacht. Ich finde, meine Kreation sieht schon fast so aus, wie es sein soll. Jetzt servieren wir im 23. Stock noch das passende Getränk. Natürlich Champagner. Und wie öffnet man den? Stilvoll. Mit dem Säbel. Andreas, der Sommelier, zeigt mir, wie es geht. Den linken Fuß besser nach vorne. So, upp lite grann med armbågen. Etwas hoch mit dem Ellenbogen. Und dann legst du ihn auf die Flasche und danach leicht durchziehen. Noch einmal etwas fester und dann richtig durchziehen. Großartig. Das würde ich gerne öfter mal machen. Lätt som en plätt. Wer den Champagner so öffnet, dem schmeckt das Krabben-Sandwich natürlich noch besser. Weltbestes Krabben-Sandwich. Will wir jetzt vor.